Hallo liebe Stadionfreunde, herzlich willkommen zu MLS TV. So ein ähnliches Video habe ich rund vor 2 Wochen gemacht in Magdeburg und ich habe gehofft, dass es das letzte Mal ist, dass das vielleicht wirklich ein Einzelfall war, weil sehr viele Leute, die diesen Typen beschützt haben, gesagt haben, du kannst doch nicht eine Person mit sehr vielen gleichsetzen. Ja, also im Grunde würde ich das sogar unterstützen, aber heute habe ich gesehen, nee. So ist das definitiv nicht. Also erstmal, bevor ich über was sage, sorry an die 96-Fans wegen dieser Nordkurve-Sache in den Stories. Das habe ich bewusst so gesagt, damit, weil ihr müsst wissen, meine Stories, obwohl sie mich hassen, gucken sich ganzen Braunschweiger an und ganz und viele Leute, die mich nicht mögen. Ich weiß nicht, warum sie mich nicht mögen. Anscheinend reicht es aus, wenn man aus Hannover kommt. Das ist ein Grund, um gehasst zu werden. Egal, ich wollte euch auf jeden Fall überraschen mit einem Derby-Vlog. Wir haben 3 Tage vor dem Derby haben wir Tickets bekommen, sind wir mit Nils nach Braunschweig gefahren und dachten, oh, alles super, ne? Weg, Anreise, alles war super. Und dann, als wir durch die Kontrolle gegangen sind, stand da schon so eine ganze schwarz gekleidete Bande, sag ich mal. Und da kam auch schon so ein Spruch, ey, was fällt denen ein, hier aufzukreuzen? Und es hat vielleicht eine Minute gedauert, als wir bei unseren Plätzen waren. Vorher habe ich auch im Stadion, in dem Block, wieder so eine Gruppe gesehen. Da dachte ich schon, okay, es wird hier nicht mehr lange dauern. Sind die auch schon runtergekommen, sofort so, ey, ihr seid doch Hannoveraner. Und da meinte ich, ey, beruhigt euch. Wir haben nichts gegen euch. Wir sind hier nur wegen ein Fußballspiel. Wir wollen einfach neutral das Spiel genießen. Dann, das waren 2 Leute. Dann der andere hat meine Mütze abgezogen und da fiel da so ein paar Sprüche und dann habe ich schon gemerkt, dass das Reden gar keinen Sinn hat mit denen. Das war so voll der Kindergarten. Und meinten, ja, ihr müsst hier raus aus dem Stadion. Wir wollen euch hier nicht haben und sowas. Und die Ordner haben das natürlich alles beobachtet und also ich konnte mir das nicht verkneifen, aber anscheinend sieht es so aus, dass im Eintrachtstadion den Ordnungsdienst die Ultras übernehmen von denen. Jedenfalls sind wir rausgegangen. Bis zu den Treppen haben sie uns gebracht. Da stand dann auch schon die nächste Sorte Menschen von denen. Da kamen dann auch Sprüche. Da haben sie meine Mütze da über den Zaun geworfen. Die Polizei hat das auch gesehen, aber anscheinend war das für sie nicht wichtig genug. Ja, ich mache es ganz kurz. Ich habe keinen Bock gehabt, meinen Tag vermiesen zu lassen von solchen Leuten. Wir haben uns dann das Spiel woanders angeschaut. Für die Nordkurve wäre es dann zu spät gewesen und es war da auch sehr voll. Hab da so einige Sachen gesehen. Und ja, traurig. Also im Hinspiel kam ja ein super Video und ich weiß nicht, warum sich auf jeden Fall diese Leute angegriffen fühlen. Werde ich auch nie verstehen. Und ich wünsche auf jeden Fall mit dem Rest des Videos viel Spaß. Da ist ein Teil drinne von dem Weg zum Stadion. Und dann ist da eine Reaction drinne zusammen mit Nils. Ansonsten danke nochmal alle, die nochmal geschrieben haben. Niemals allein. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Agent Peña ist hier. Operation Nordkurve beginnt. Moin moin. Herzlich willkommen zu Narcos Staffel 5. Agent Peña bringt uns gerade zum feindlichen Gebiet. Nein, das war ein Scherz. Wir sind jetzt in Braunschweig angekommen und das Spiel wird jetzt für uns erst neu beginnen, weil wir müssen leider unentdeckt jetzt zum Stadion kommen, weil in der Vergangenheit einige unschöne Sachen passiert sind. Uns ist eigentlich diese ganze Hassrivalität total egal. Wir möchten eigentlich nur Hannover 96 beim Fußballspielen schauen. Und wir hoffen natürlich, dass es heute keine negativen Ereignisse geben wird und wir ein schönes Spiel sehen. Ja, wir nehmen euch jetzt mit auf unsere hoffentlich ungefährliche Reise. Wie heißt überhaupt das Stadion? Eintrachtstadion. Zum Eintrachtstadion. Bis gleich. Es geht weiter. Auf jeden Fall ein sehr schöner Park. Erinnert mich ein bisschen an den Massee. Es läuft ja viel besser, als ich gedacht habe. Also völlig entspannt gehen wir hier wirklich zum Stadion spazieren.
ja, beim Rückweg müsste es auch nur so super klappen. Ich hatte euch ja versprochen, dass ich die besten drei Kommentare vorlesen werde. So, auf Platz 1 haben wir mit 107 Likes Phil Neumann, der hat hier einfach zwei Flammen geschickt. Vielleicht ist das eine Botschaft, dass der Pyroman heute dabei ist. Auf Platz 2 haben wir mit 93 Likes, 96 Kurve, wer auch immer. Er hat geschrieben 03 für 96. Und auf Platz 3 haben wir mit 83 Likes Eddies Rudel. Eddie drückt alle Pfoten für die Roten. Das tun wir auch vor Ort. Und dort drüben sieht man schon das Eintrachtstadion. Hinter uns Polizeipfeile, vor uns Polizeiwagen, mehrere. Oh, jetzt beginnt die Stunde der Wahrheit. So, wir sind jetzt sicher reingekommen und machen uns jetzt auf den Weg zu unseren Plätzen. Ja. Tschüss. Ach, herrlich, jeder Fußballfan schaut auf die Hamburger Straße und muss Gänsehaut haben. Haben wir. Wenn diese Rivalität, wenn diese Geschichte dieses Duells von 20.474 Zuschauer fasst, dieses Stadion gibt einen Pufferblock, die Gästefans mit Rauchbomben, die Braunschweiger mit Choreografie, ja. Wieder viel Polizisten im Einsatz, aber so hört man bislang, alles ruhig geblieben, ja, das ist auch das Wichtigste. Dass sie dieses Traditionsduell, dieses Niedersachsen-Derby zelebrieren, meinetwegen auch ihre herzliche Abneigung. Aber das alles im Rahmen. Das ist alles ruhig geblieben. Ja, wir sind ruhig geblieben. In einem eigenen Stadion vorne in die Spitze mit Philippe. Ja, also was, das ist halt einfach ein Foul. Er schießt wieder einmal zu außen. Der Isländer darauf hingewiesen, dass die Braunschweiger punkten müssen, ja, dass sie keine feine Klinge erwarten, sondern eher dieses kampfbetonte Spiel. Phil! Er möchte, dass seine Mann dagegen ausgehen. Tschüss! Das tun sie auch. Schulter Versuch von dem. Dem, weiter. Leute. Ein Tor in dieser Saison. Konter einleiten. Rechts aus, rechts, immer noch rechts. Und Foulspiel. Geh weg, Alter. Wirklich. Wer ist er? Angeblich Kapitän. Wie was von ihm gehört? Ja, los. Zieh, Junge. Moroja, guter Ball. Das könnte was werden. Cedric Teuchert. Sich da ein bisschen selber ausgedribbelt. Schnell ausgedribbelt. Schön schnell ausgedribbelt. Genauso muss es laufen. Gut geschaltet. Dann, boah. Hat er so viel Zeit. Auch sie kommen selten in so einen Ballbesitzfluss. Sehr gut. Richtig wehtun. Und die Kitsche. Es tut mir leid, dann muss er entweder deutlicher nach außen ziehen oder deutlicher nach innen ziehen. Wahnsinn. Chance drauf. Hasan Kurucay. Das Highlight dieser ersten Hälfte ist kein Tor, ist kein Torschuss, sondern dieses Werk. Hey, was ist das denn, ey? Spiel. Wie hoch noch das Bein? Von Gomez gegen Arimbi. Entschuldige dich wenigstens mal. So, die zweite Halbzeit startet jetzt. Und hoffentlich sehen wir jetzt ein paar schwarz-weiß-grüne Tore. Weiter. Schnell abspielen. Er ist runtergefallen. Komm, Teuchert. Alleine. Geht nach oben, alles ist frei! Distanzschuss! Max Christiansen prüft und hat doch, also da kannst du doch noch die Geduld haben, nochmal um den 16er ruhig rumzuspielen. Also, die Saison noch ohne Tor. Was hat ihn getrieben? Max Christiansen. Jeder möchte helfen. Was steht da unten eigentlich? Alles für ein Druck da. Ach, im Stadion, da krieg ich zu viel. Ui. Da kommt jetzt immer der Zugriff auf diese Partie. Da ist Philipp. Nein. Da ist Gomez. Oh. Oh mein Gott. Ja, im richtigen Moment. Und,
Es ist bislang der Nachmittag der Abwehrspieler. Komm, 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 jetzt bitte, bitte. Bitte, Mann. Leopold, komm. Leopold. Enzo Leopold. Los! Hoferblock müssen wir abziehen. Eintrachtstadion ist ausverkauft. Ist nicht ausverkauft, wir sind hier. Wir haben zwei Tickets gescannt. Wir haben zwei Tickets gescannt. Hannover muss jetzt auch das Risiko erhöhen. Kurzer Sekundenschlaf. Jetzt. Das wird ein taktisches Foul. Muroya. Aber hat er damit seinen Mann gewählt? Ey, ich wollte ja runter. Er hat nicht die Kraft. Aber die Schnelligkeit auch. Junge. Teuchert, mach es nicht alleine nach unten. Ach, und wir. Bitte, bitte. Los, Hannover eingewechselt. Erster Ballkontakt. Und die dicke Chance aus 1-0. Ron Torben Hoffmann. Bekommen Sie den Konter. Teuchert mit Übersicht. Das war dann deren Erfolg. Ja. Eigener Mann, das war der eigene Mann. Und was ist jetzt? Neumann, Gindorf ist da. Legt euch nicht mit Neumann. Ja, ja. Auch das ist Derby. Ehrenfilm. Svenja Blonski, aller Ruhe, der FIFA-Schiedsrichter. Oh, ja, sehr schön. Jetzt, nach unten, nach unten. Zwei Leute sind da unten. Wir werden jetzt auch aktiver. Ein durch. Nach unten, nach unten. Schieß die rein. Teuchert Hoffmann. Die haben so viel Zeit. Gegen Ron Torben Hoffmann. Wieder den. Jetzt bringen Sie sich da. Wir wollen Sie so in die Bredouille. Einer von den Kapitänen. Oh mein Gott, ich dachte. Ich habe auch gedacht, der steht da komplett frei. R&B. Komm. Zweiter Ball. Scharfe Flanke. Nein, ey. Es tut mir leid, aber sieht. Das wird noch bestraft, wenn jetzt. Er geht nicht 100% jetzt mehr Ballade als Vorlade. Wird immer stärker. Düsseldorf gewonnen. Die Hertha rückt ran. Er geht jetzt nach vorne los. Los. Das sieht aus, dass der HSV verliert. Los! Es ist die letzte Chance. Teuchert. Los! Letzte Chance für Hannover 96, unternehmen. In den Aufstiegskampf einzugreifen. Moroya. Sie spielen aber ein bisschen, wenn es noch ankommt, spielen zu schnell. So. Nahe der Topform. Wo saß er denn? Hast du mit dem Film so einfach komplett verbunden? Ich dachte, das darf man nicht. Nein. Ja, so mit drin. So eine Brille. Donkor. Verlängert. Und jetzt ein Angriff. Komm, ein Angriff. Komm. Ja, er ist definitiv noch drin bei dem Verzögerung, die wir in der letzten Zeit. Los. Das 48. Niedersachsen-Derby vorüber. Sie haben sich noch mal bemüht. Gerade die Hannoveraner sind Risiko gegangen. Mit Blick auf die Expected Goals ist das zu sehen. Am Ende aber keine Tore. 1
Kontra Braunschweig, Hannover 96, 0:0.